Und schon wieder ist eine Woche rum und schon wieder gibt es ein The Last of Us Recap auf diesem Kanal. Heute in diesem Recap geht es um die gute Folge 6. Die Folge, wo ich sagen würde, ich weiß nicht, wie ich meine Meinung dazu äußern soll. Das ist eine sehr besondere Meinung, also es ist eine sehr, sehr krasse, besondere Folge. Ich sag mal so viel, wir sehen einen sehr, sehr weichen Joel und wir haben sehr, sehr gute Vorlagen für die nächste Folge. Aber worum es genau geht, das erfahrt ihr in diesem Video und deswegen, ohne viel rumzulabern, heiße ich euch herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Couch Time. Ja, Folge 6. Was soll ich sagen? Es hat sich erstmal angefühlt, als würde es ewig dauern, bis die Folge rauskam, weil ich weiß nicht, die letzte Folge war ja wesentlich früher da. Hat sich ewig angefühlt. Ja, was soll ich sagen? Wir starten einfach direkt rein. Wir haben einen kurzen Rückblick. Wir sehen wieder Henry und Sam und ja, werden nochmal kurz daran erinnert, was da so schiefgelaufen ist. Und wir sind, ich glaube, es waren 3 Monate in der Zukunft, also 3 Monate später und wir haben Schnee. Und ich glaube, das war das, wo sich viele The Last of Us Fans drauf gefreut haben. Die Schneeabschnitte, die Schneezeit, also die Winterzeit in The Last of Us. Aber interessanterweise starten wir nicht mit Joel und Ellie, nein, wir starten mit einem alten Ehepaar, was wir nicht kennen. War ein bisschen weird, aber gleichzeitig muss ich sagen, war das eine unfassbar lustige Szene irgendwie zum Teil, aber auch eine Szene, die, finde ich, gezeigt hat, okay, es sind wirklich nicht alle Menschen scheiße. Kurz zusammengefasst, Joel und Ellie sind in dieses Haus reingegangen, da saß halt die Frau und haben gesagt, jo, wir machen hier nichts, alles fein, alles gut, wir wollen nur wissen, wo wir sind. Joel hat seinen aus dem Spiel bekannten Kartentrick, nenne ich es mal, gemacht. Er hat die Frau gefragt, hier, zeig mir, wo wir sind. Und nachher, als der Mann reinkam, sagte er ihr das Gleiche und hat gesagt, und wenn deine Antwort nicht die Antwort ist, wie von deiner Frau, dann passiert hier was scheiße Schlechtes. Lustigerweise hat die Frau einfach Joel und Ellie Suppe gemacht. Ihre Aussage war, ja gut, es ist ja auch kalt. Fand ich übel gut. Also die Szene war für mich so, okay, es zeigt, es sind auch noch gute Menschen, die einem nichts Böses wollen, die überhaupt nichts Böses im Leben wollen, sondern einfach ihr Leben leben wollen. Ja, natürlich geht die Reise weiter Richtung angeblichem Hauptquartier der Fireflies oder angeblichen Spot, wo die Fireflies halt sind, beziehungsweise halt auch Richtung Tommy. Und ja, nachdem wir den Fluss des Todes überquert haben, ja, treffen wir auf die Jackson-Patrouille, würde ich mal sagen. Die haben einen Hund dabei, der schnüffeln kann, ob jemand infiziert ist. Fand ich erst ein bisschen weird, wo ich mir dann gedacht habe, okay, aber Hunde können ja sowas, also Hunde können ja riechen. Manche Dinge, die können, geht ja. Aber ich muss sagen, diese ganze Situation mit dieser Jackson-Patrouille war ein Auf und Ab. Ich wusste nicht, wie ich das einzuschätzen habe. Ich wusste, okay, es wird wahrscheinlich darauf hinauslaufen, oh, Moment mal, Tommy, wir kennen auch einen Tommy, kommt mit. Aber es war erst anfangs wirklich so ein bisschen, oh Gott, jetzt gleich rastet entweder Joel aus oder hier kommt ein riesenfetter Kampf oder eine riesige Horde oder irgendwas. Ist halt nicht passiert. Ja, wir skippen weiter. Wir sind in Jackson angekommen und wir haben das Wiedersehen von Tommy und Joel. Und ich muss sagen, das war so emotional und so cool, weil es irgendwie halt einfach, es hat gepasst. So, Joel und Tommy waren ja vorher auch nie so wirklich so diese, jo, krass liebenswürdigen Brüder, so dass sie sich jeden Tag im Arm gelegen haben, aber halt einfach dieses Wiedersehen nach über 25 Jahren war halt schon, man hat gemerkt, es war schon ein sehr emotionaler Moment. Ja, und natürlich werden Joel und Ellie erstmal zum Essen eingeladen und ich muss sagen, die ganze Szene war einfach unfassbar lustig. Erstmal, wie die beiden sich vollschlingen, Ellies verbale Aussagen, wie sie sich ausdrückt und Joel halt schon so dieser Vater, so, komm hier, wir müssen mal ein bisschen Anstand zeigen und überhaupt auch diese Verbindung, also diese Connection zwischen Maria und Ellie war so richtig angespannt, aber cool und lustig irgendwie. Auch wo Tommy dann quasi sagt, ja, sie gehört jetzt auch zur Familie und Ellie so. Ach was, gratuliere. Joel, sag gratuliere. Gratuliere. Es war so dumm und so lustig irgendwie. Ich fand es unfassbar amüsant. Und ja, dann haben wir auch mehr oder weniger vielleicht ein Easter Egg. Vielleicht aber auch nicht. Aber man geht sehr stark davon aus. Also sowohl ich als auch die ganze The Last of Us Community geht sehr stark davon aus. Das Mädel, was Ellie anschreit, so von wegen, ja, was guckst du so doof? Es ist sehr wahrscheinlich, dass das Dina ist. Ellies zukünftige Freundin aus The Last of Us Part 2. Ich gehe stark davon aus, dass es sie sein wird und dass es quasi schon einfach eine Anspielung ist, so einfach, weil es ja auch eine zweite Staffel geben wird, die in dieser Zeit spielt. Einfach um zu sagen, okay, hier, es ist realistisch. Die war auch schon früher hier. Natürlich werden wir weiter durch Jackson geführt. Wir haben so kleine Easter Eggs, wie zum Beispiel das Pferd, was Ellie in The Last of Us Part 2 quasi ja hat. Schiller oder Schimmer oder irgendwie sowas dieses Jahr. Fand ich super lustig, weil es halt einfach eine kleine Anspielung war, die auch jetzt nichts irgendwie Relevantes war, aber einfach so, ah, guck mal hier. Schön. Ja, und dann bekommen wir mal kurze Zeit, den sehr, sehr weichen und weinerlichen Joel zu sehen, der sich seine Schuhe reparieren will, während ihm Tommy dann neu vorbeibringt, nachdem sie einen kleinen Streit hatten. Und ja, wir hören raus, dass Joel einfach sagt, jo, er kann nichts mehr, er kann nicht mehr so, wie er früher war, er kann Ellie nicht mehr so beschützen, wie er es machen soll. Er beichtet doch, jo, Tess war das der letzte Wunsch, dass ich sie beschütze, so Ellie. Und er sagt halt zu Tommy, hier, das musst du übernehmen, ich kann es nicht mehr. Lustigerweise sagt Joel, dass er vor 5 Jahren noch quasi mehr den Leuten, sag ich mal, auf den Sack
Sack gegeben hätte. Interessanterweise ist es ein Altersunterschied ist tatsächlich in den Spielen zur Serie anders. Joel war zu diesem Zeitpunkt in den Spielen 51 Jahre, aber wenn wir von seinem Geburtstag ausgehen, wo dann 25 oder 20, ich weiß nicht wie viele Jahre später dann die Apokalypse ja ausgegangen ist, ist er zu diesem Zeitpunkt jetzt 56 Jahre. Wenn wir jetzt 5 Jahre zurückrechnen, 51, die Zeit, wo er vor 5 Jahren den Leuten noch quasi die Fresse poliert hätte, ist die Zeit, in der Joel im Spiel den Leuten die Fresse poliert. Was eventuell schon so einen kleinen Teaser dafür ist, zu sagen, okay, hier dieser Joel wird nicht so heftig brutal oder hat nicht so diese krassen brutalen Kampfszenen wie halt im Spiel. Oder es ist einfach nur irrelevant und es ist einfach nur ein paar Leuten aufgefallen. Auch möglich. Ja, und nun kommen wir zur wahrscheinlich emotionalsten Szene im ganzen Spiel. Ellie hat mittlerweile erfahren, dass dass Joel ein Kind hatte und sie gestorben ist. Und ja, es kommt zum Streit zwischen Ellie und Joel, den die meisten The Last of Us-Spieler auch kennen aus dem Spiel. Und der war wieder 1:1. Wirklich 1:1 übernommen. Dialog für Dialog, Szene für Szene. Unfassbar schön, unfassbar genial und es war halt einfach episch und Gänsehaut pur, weil dieser Streit zwischen den beiden, bis zu diesem Zeitpunkt haben die sich mittlerweile gut verstanden, aber immer noch so eher so ein bisschen kälter, bisschen distanzierter, immer noch so ein bisschen so, ja gut, ne, wir müssen halt irgendwie miteinander auskommen. Aber nach diesem Streit ist Joel und Ellies Beziehung auf einem komplett neuen Level und zwar wirklich auf einem Level der familiären, freundschaftlichen Seite. Wir sehen danach, eigentlich sollte ja Tommy Ellie mitnehmen, aber Joel lässt sich mehr oder weniger dann doch überreden, sage ich mal. Also er kommt dann mit und sagt, jo, hier, du hast die Entscheidung und Ellie sagt, jo, hier, nimm deine Sachen, wir gehen jetzt. Und ja, sie reiten gegen Sonnenuntergang, so nach dem Motto. Und ja, diese ganze Szene, es gibt dann so einen, fünf Tage, sagt sie, 5 Tage sind die quasi bis geskippt, in Anführungsstrichen, und da kriegen wir so vieles mit. Joel erzählt, was ihr sein Job war, erzählt der Ellie. Er erzählt ihr ein bisschen, so wie ich das rausgehört habe, wie Football funktioniert, was da der Sinn hinter ist und wie es funktioniert. Und allgemein, es gibt so viele Sachen, wo wir jetzt mittlerweile merken, dass, okay, es ist wirklich, sowohl Ellie wird einfach unfassbar wärmer mit Joel, weil sie denkt, jo, Joel ist eventuell, fühlt sich schon an, als wäre es so ein bisschen meine neue Vaterfigur. Und Joel merkt auch, okay, ich habe hier nochmal eine Chance, irgendwie ein bisschen Liebe zu geben und zu bekommen, nachdem halt seine Tochter gestorben ist. Allgemein, man merkt einfach, dass Joel diese Vaterrolle ungewollt einfach mittlerweile annimmt. Ja, nach besagten 5 Tagen Timeskip, sage ich mal, sind wir in der Universität angekommen, da wo wir die Fireflies vorfinden sollten. Und ja, sie irren so ein bisschen durch die Universität, da sind ein paar Affen, was ich irgendwie komisch fand, aber auch irgendwie, ja, gut möglich. Und ja, sie gehen halt da durch und finden raus, okay, es sind keine Fireflies da, was scheiße ist. Sie finden aber raus, dass sie anscheinend sich nach Salt Lake City begeben haben, weil so eine Wand, so eine Pinnwand ist mit so Nadeln, die halt alle nach Salt Lake City zeigen, also ist das quasi das nächste Reiseziel. Und das wollen sie auch quasi in Angriff nehmen, aber da werden sie unterbrochen, ähnlich wie im Spiel. In einer Zwischensequenz wird man natürlich überraschend angegriffen. Und ja, wir merken oder wir hören, okay, es sind da draußen, laufen Leute rum, sie gucken aus dem Fenster und merken, okay, es sind vielleicht Leute, die vielleicht nicht so nett sind. Ja, in einer kleinen Stealth-Mission schleichen sie dann da raus, wollen gerade zu ihren Pferden gehen und ja, dann kommt so ein Arschloch angerannt mit einem Holz-Baseballschläger, der dann abbricht. Joel haut dem einfach mal einen über den Dötz, nimmt den Schwitz Kasten, knack, Genick gebrochen, aber viele wussten es, vielen war es klar, mir war es auch klar, ja, Joel bekommt sein Loch im Bauch. Nicht durch ein Rohr oder durch ein Stück Stahl, auf das er drauf fällt, nein, durch den abgebrochenen Baseballschlägergriff. Sieht schmerzhaft aus, ich sag's wie es ist, aber ja, wie gesagt, wir kennen es, dann kommen die anderen Arschlöcher angelaufen, die schwingen sich beide aufs Pferd und reiten los und ja, ab da kommt dann auch wieder, ähnlich wie im Spiel, ein relativ ähnlicher Dialog. Sie reiten, Ellie sagt sowas wie, ja, ich glaube, wir sind in Sicherheit, wir haben sie, glaube ich, losgeworden und Joel fällt vom Pferd und Ellie sagt, nein, hier, komm, wach auf, ich schaff das ohne dich nicht, ich weiß nicht, was ich ohne dich jetzt hier machen soll. Ja, traurige Musik, Ausblende und schwarzes Bild. So, und das war die Folge. Ich gebe jetzt gerade mal kurz meine Punktzahl, die so von 10 Punkten, würde ich tatsächlich sagen, es ist mit die beste Folge. Also, ich weiß nicht, ob es die beste ist, weil die erste Viertel, sage ich mal, das erste Viertel war ein bisschen zäh, aber danach war alles sehr, sehr selbst. Also, das letzte, wirklich die letzten 10 Minuten waren einfach hammergeil. Ich würde der Folge, ich würde der Manne 8,5 von 10 würde ich mal sagen geben. Ist schon eine geile Folge. Jetzt, meine lieben Leute, kommen wir aber zu meinem Foreshadowing für die nächste Folge, denn ich bin mir ziemlich sicher, ich kann ungefähr Pi mal Daumen sagen, was nächste Folge passieren wird. Hier mal kurz zusammengefasst, was meine Prediction ist. Und zwar, es kommt nun der Abschnitt, in dem uns weiß gemacht werden will, dass Joel tot ist. Denn wir sehen jetzt einen riesigen Abschnitt. Ich könnte mir vorstellen, die ganze nächste Folge, vielleicht bis auf die letzten 10, 20 Minuten, sehen wir nur Ellie. Und ich sag's, wie es ist, ich bin mir zu 99,9% sicher, wenn nicht, bin ich unfassbar enttäuscht. Die nächste Folge startet mit einem weißen Kaninchen im Schnee, was von einem Pfeil getroffen wird. Wenn das nicht der Fall ist, bin ich wirklich schwer enttäuscht. Das fände ich unfassbar verschwendetes Potenzial für einen Start in die Folge, weil das wäre einfach genau das, was als nächstes kommen müsste.
Ja. Ja, wie gesagt, Ellie ist auf Alleingang und trifft auf ein paar Arschlöcher, beziehungsweise um genau zu sein, David. Ja, soweit ich weiß, ist es bestätigt, dass David dabei ist. Wird ja gespielt anscheinend von Troy Baker, der ja den Tommy im Game gecaptured, also gespielt hat, sage ich mal. Und ja, was soll ich sagen? Ich könnte mir vorstellen, dass entweder die Hälfte der Folge oder sagen wir mal zumindest das letzte Viertel der Folge ein unfassbar actionreiches und brutales Erlebnis wird. Denn rein theoretisch sind wir jetzt an dem Punkt angekommen, wo wir sowohl Joels extremen Rage als auch Ellies Rage zu sehen bekommen. Denn im Spiel wird Ellie von David und den anderen Arschlöchern gefangen genommen und ja, David ist vielleicht auch nicht so der netteste Zeitgenosse, sagen wir es mal so. Ja, auf jeden Fall sehen wir dann, wie Joel aufwacht und er wird sich auf die Suche nach Ellie machen und wird dabei ein paar Arschlöchern begegnen. Und da gibt es eine Szene im Spiel, die einfach unfassbar geil und unfassbar Hammer gemacht ist, weil es einfach eine Badass-Szene wie sonst was ist. Und diese Szene, bin ich der festen Überzeugung, wird auch vorkommen. Verdammte Scheiße, Mann! Er hat dir doch alles gesagt! Von mir erfährst du einen Scheißdreck! Ist schon okay. Ich glaube ihm. Nein! Nein! Abgesehen von Joels Rage, den wir da hoffentlich zu sehen bekommen, bekommen wir auch Ellies Rage. Denn sie hat dann einen kleinen Kampf mit David, der daraus hinausläuft, dass sie, was mit einer Machete oder irgendwie, ich glaube es war mit einer Machete, unfassbar brutal und aggressiv und in einem Blutrausch auf ihn einschlägt, bis Joel quasi vorbeikommt und sie mehr oder weniger davon abhält, beziehungsweise sagt hier so, hör mal auf. Das, diese zwei Szenen plus der Hase, bin ich mir ziemlich sicher, das werden wir in der nächsten Folge bekommen. Der Hase bin ich mir eigentlich zu 100% sicher, bei den anderen Sachen könnte es natürlich auch Abweichungen geben, ich bin mir aber sehr sicher, dass es passieren wird. Die nächste Folge ist im Prinzip eigentlich für mich eigentlich schon fertig. Also die kann ich mir zu 100% bildlich vorstellen und ich hoffe, dass es auch so machen, weil das wäre unfassbar geil und wir diese Folge für mich, glaube ich, zur besten Folge bis dato dann machen. Kommen wir jetzt noch zu meinen Predictions in Bezug auf die restlichen Folgen. Wir sind jetzt in Folge 6, kommt Folge 7. Bedeutet, ich glaube, es sollten 8 oder 9 Folgen sein. Ich bin mir gerade nicht sicher. Wir bekommen potenziell eine oder zwei Folgen. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Meine Prediction fürs Ende ist auf jeden Fall, ich bin mir relativ sicher, dass wir in einer ganzen Folge oder zumindest in Teilrückblenden einen Ausschnitt aus dem DLC Left Behind sehen. Das ist ja da so, also quasi eine Geschichte, die sich um Ellie spielt, wie sie auf... Shit, ich habe ihren Namen vergessen. Ich weiß nicht mehr, wie sie heißt. Vielleicht komme ich noch drauf. Ihr wisst, wen ich meine. Ich habe es wahrscheinlich eh eingeblendet. Auf jeden Fall, das ist ja mehr oder weniger ihre erste Freundin und da wird ja ein bisschen so das gezeigt, was sie halt, was in dieser Folge zum Beispiel erwähnt wurde, wie Joel ja sagt, du weißt gar nicht, was Verlust ist. Darauf wird ja in diesem DLC quasi dann angedeutet und das könnten wir, wie gesagt, entweder in der ganzen Folge, was jetzt, finde ich, verschwenderisch wäre, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass einfach innerhalb von Rückblenden ein bisschen erzählt wird. Vielleicht gar nicht mal so ausführlich, aber schon zum Teil. Ich denke mir so 50-50 Folge. Und dann bin ich mir auch noch mit einem Punkt sehr sicher, da wir jetzt schon Dina gesehen haben, bin ich mir bei einer Sache wirklich sehr sicher. Und zwar spätestens, wenn wir bei den Fireflies im Krankenhaus bei der OP sind, wo Ellie quasi operiert werden soll bezüglich der Heilung. Das spoilere ich mal noch nicht so viel für die, die es nicht kennen. Wird auf jeden Fall kommen. Und ich bin mir sehr sicher, dass wir hier schon unseren ersten Blick, da ja Abbys Vater, also Abby aus Teil 2, Abbys Vater der Chirurg ist, der die Operation durchführt, bin ich mir zu 100% sicher, wir bekommen schon Abby zu sehen. Da bin ich mir sehr, sehr sicher, weil das einfach nur Sinn macht. Potenziell haben wir Dina gesehen. Wir wissen, es gibt Fakt eine Staffel 2. Und deswegen bin ich mir sehr sicher, dass wir Abby auch zumindest nur ganz kurz, vielleicht mit einem halben Satz, einem halben Dialog zu sehen bekommen. Ja, das war mein Recap zu Folge 6. Das waren meine Vorschauungen, Vorhersehungen für Folge 7 und meine Vorahnungen oder Hoffnungen für die restlichen Folgen, die wir noch bekommen. Ja, alles in allem, wie gesagt, eine super geile Folge. Wie gesagt, das erste Viertel ein bisschen zäh, aber danach war alles hammergeil, top, episch, Gänsehaut pur. Aber jetzt möchte ich nicht länger um den heißen Brei rumreden, weil sonst wird das Video schon wieder länger, als es schon eigentlich ist. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Schreibt doch liebend gerne mal in die Kommentare, wie fandet ihr die Folge? Wie gesagt, für mich war es definitiv mit eine der besten. Nicht unbedingt die beste, aber schon sehr stark. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet, beziehungsweise eure Meinung ist. Schreibt mir auch gerne in die Kommentare, wie ihr das seht, was in der nächsten Folge passiert und vor allem, was uns eventuell noch in den letzten Folgen so erwarten könnte. Ich bin sehr interessiert, was ihr davon haltet. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat und ihr die Recaps für die letzten Folgen nicht verpassen wollt, dann checkt doch gerne den Kanal aus und lasst dann auf jeden Fall ein Abo da, denn ich habe schon Recaps zu den anderen Folgen gemacht. Ich rede hier auf jeden Fall öfter über Serien und über Filme. Momentan sehr viel The Walking Dead. Heißt, wenn euch The Walking Dead interessiert, momentan der richtige Zeitpunkt, hier auf dem Kanal zu bleiben. Aber auch über Marvel und andere Filme wird hier öfter mal ein bisschen getalkt. Das heißt, wenn euch sowas interessiert, lasst gerne ein Abo da. Ich würde mich sehr freuen. Und ich würde jetzt auch einfach sagen, hoffentlich sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Dann wieder ich hier auf derselben alten Couch. Und ja, bis dahin bin ich raus. Ciao.